was wäre, wenn du dir 6 Monate lang jeden Tag Sorgen machst? Naja, es wäre auf jeden Fall eine Riesenverschwendung von 6 Monaten, oder? Bist du ein Schwarzseher? Jeder macht sich von Zeit zu Zeit Sorgen und Sorgen sind ein normaler Teil des Lebens. Aber hast du das Gefühl, dass du anfängst, einen Elefanten aus einer Mücke zu machen? Leidest du unter chronischer Sorge? Schau weiter zu, um zu erfahren, wie die Tatsache, dass deine Sorgen dein Leben monatelang bestimmen, die Wege deines Gehirns verändern und deine körperlichen Schmerzen verstärken können. Du wirst außerdem auch die Sonnenseiten des Sorgens entdecken. Vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu klingeln, um uns auf der was zu begleiten? Richtig, auf der Sonnenseite des Lebens. Okay, bedenk mal für einen Moment lang, dass Sorgen die Zinsen sind, die du zahlst, auf eine Schuld, der du vielleicht nicht einmal schuldig bist. Lass uns direkt einsteigen. Zählen wir runter von Nummer 11. Du wirst die Schönheit der Gegenwart verpassen. Wenn du dir Sorgen machst, denkt dein Verstand immer an die Zukunft. Was wird passieren? Wie soll ich das lösen? Werden sie mich feuern? Da alle deine mentalen Bemühungen darauf ausgerichtet sind, sich vorzustellen, was als nächstes kommt, verpasst du das Hier und Jetzt. Sich lange Zeit Sorgen zu machen, kann die Art und Weise verändern, wie du dein Leben wahrnimmst. Vielleicht hast du einen festen Job, eine Familie, die dich liebt und eine strahlende Zukunft vor dir, aber deine Sorge kann dich daran hindern, das zu sehen. Da du die Sorgen in deinem Kopf hast, kann es sich im Laufe der Zeit egoistisch, undankbar und als wärst du kein guter Zuhörer erscheinen lassen, da dein Verstand bei anderen Dingen ist. Nummer 10. Du könntest anfangen, dir Sorgen über unvernünftige Dinge zu machen. Je mehr du dich sorgst, desto größer können deine Befürchtungen in deinen Kopf werden und über das Logische hinausgehen. Möglicherweise hast du vor kurzem etwas Gewicht verloren und deine anfängliche Sorge war, das Gewicht wieder aufzubringen. Aber vielleicht bist du jetzt, auch wenn du dich nicht gewogen hast, überzeugt, dass du nicht nur wieder zugenommen hast, sondern auch schwerer denn je bist. Je mehr man sich um die Suche nach Lösungen kümmert, desto unlogischer werden sie. Du könntest dich dabei erwischen, einige sehr irrationale Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, die keinen Sinn ergeben, was dich aufhören lässt, dir selbst zu vertrauen und dich selbstbewusst zu fühlen. Nummer 9. Leute könnten anfangen, sich von dir wegzubewegen. Zu wem fühlen sich die Menschen deiner Meinung nach am meisten hingezogen? Diejenigen mit selbstbewussten, positiven Persönlichkeiten oder diejenigen, die sich ständig Sorgen machen und die positive Seite der Dinge nicht sehen können? Wenn du dir ständig Sorgen machst, werden die Leute es wahrscheinlich bemerken. Sie könnten versuchen, eine Weile zu helfen und Ratschläge zu geben. Wenn ihre Worte jedoch keinen Einfluss auf dich haben, könnten sie aufgeben und dir den freien Raum überlassen. Wenn Menschen mit Freunden zusammen sind, wollen sie sich über ihre Probleme auslassen, aber auch Spaß haben. Wenn du dir solche Sorgen machst, dass du nur noch Luft ablassen kannst, sehen sie dich vielleicht nicht mehr als positiven Einfluss. Unbewusst, wenn ein Freund dir von einer Sorge erzählt, die er hat, kannst du ihm mit deiner Meinung mehr Angst machen. Dies alles kann ein Tribut an diejenigen fordern, die dir am nächsten sind, denn sie tragen die Verantwortung dafür, deine Stimmung zu stabilisieren. Nummer 8. Deine Persönlichkeit könnte sich ändern. Sich Sorgen zu machen ist wie ein süchtig machendes Videospiel. Je mehr man es tut, desto schwieriger ist es aufzuhören, allerdings ohne den Spaß. Viele Sorgen können sich zu chronischen Sorgen entwickeln und es kann dir dein Leben stehlen. Viele Menschen glauben, dass Sorgen wie eine Sucht sein kann. Wenn eine Sucht dein Leben übernimmt, kannst du erwarten, dass du anfängst, dich anders zu verhalten. Du wirst wahrscheinlich einsamer und selbstbeobachtender werden und du könntest aufhören, die Dinge zu genießen, die du einst geliebt hast. Es kann sogar zu dem Punkt kommen, an dem du anfängst, dir Sorgen um die Sorgen zu machen. Und das ist der Punkt, an dem die Dinge ins Wanken geraten können. Wenn dieser Punkt erreicht ist, kann dies ein Tribut an deine psychische Gesundheit fordern. Nummer 7. Du könntest Depressionen oder Angstzustände entwickeln. Besorgnis, die unkontrolliert verläuft, wird sich sehr wahrscheinlich zu einem Zustand wie einer generalisierten Angststörung entwickeln. Dies ist ein Zustand, in dem du anfängst, Angst vor allen möglichen Dingen zu haben. Möglicherweise warst du zuerst bezüglich deiner Finanzen besorgt und wie du im Begriff bist, die Miete diesen Monat zu zahlen. Aber jetzt bist du bei vollständig unabhängigen Sachen, wie das Sprechen mit Leuten besorgt oder was deine Freunde von dir denken. Mit Angst und Depressionen kommt eine Reihe von unangenehmen Symptomen. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Verschlafen oder Schlaflosigkeit, Unruhe und Reizbarkeit. Nummer 6. Du könntest Panikattacken erleben. Der Körper ist nicht dazu bestimmt, mit so vielen Sorgen umzugehen. Irgendwann wird er einfach überwältigt und bricht zusammen. An dieser Stelle kommen Panikattacken ins Spiel. Wenn du mit der Sorge nicht fertig wirst und sie dein Gehirn nicht verlässt, baut sich Angst auf.
Panikattacken sind eine intensive Angstreaktion. Es mag sich anfühlen, als würde die Welt untergehen, aber normalerweise beginnt es nach 10 Minuten nachzulassen. Sie werden oft von starkem Herzklopfen, Atemnot, Schwitzen, Zittern und Benommenheit begleitet. Leider kann eine Panikattacke eine Person dazu bringen, sich Sorgen zu machen, die Attacke wieder zu erleben und so zu mehr Sorge beitragen. Nummer 5. Du wirst es schwer haben, einzuschlafen. Wenn dein Kopf mit all den Dingen beschäftigt ist, die bei deinen Zielen und Plänen schiefgehen können, kann es schwierig sein, eine gute Nachtruhe zu bekommen. Im Laufe der Zeit kann dies zu einem großen Problem werden. Schon eine einzige Nacht schlechten Schlafes kann deine zirkadiane Uhr aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn dein Schlaf beeinträchtigt ist, ist auch alles, was du während der Wachzeit tust, beeinträchtigt. Wenn du anfängst, Nacht für Nacht damit zu verbringen, wegen den Sorgen schlecht zu schlafen, ist es nicht verwunderlich, dass du während deiner Wachzeit sehr wenig Energie spürst, was wiederum deine Arbeit, deine Stimmung und deine positive Einstellung zum Leben im Allgemeinen beeinflusst. Laut Dr. Bridget Gordon, einer Fachärztin für Psychiatrie aus New York, können Sorgen und Ängste verhindern, dass wir den REM-Schlaf erreichen, der für eine stabile psychische Gesundheit notwendig ist. Nummer 4. Du könntest Körperschmerzen bekommen. Denk daran, wie anders sich dein Körper anfühlt, wenn du entspannt und in Frieden bist, als wenn du dir Sorgen machst. Du kannst der Art und Weise, wie dein Körper auf Sorgen reagiert, nicht wirklich entgehen. Deine Herzfrequenz beschleunigt sich, deine Muskeln verspannen sich, deine Sinne schärfen sich und dein Körper beginnt Adrenalin zu pumpen, um sich auf einen Kampf vorzubereiten. Die Kampf-, Flucht- und Gefrierreaktion wird aktiviert, so wie dein Körper auf Stress reagiert. Aber dein Gehirn weiß nicht, ob du gestresst bist, weil dein Auto dich gleich anfahren wird und du rennen musst oder weil du dir Sorgen machst, ob du den Herd ausgeschaltet hast, als du dein Zuhause verlassen hast. Da es diesen Unterschied nicht machen kann, kann die Sorge deinen Körper in einem konstanten Spannungszustand halten. Und mit der Spannung kommen Körperschmerzen. Nummer 3. Du könntest eine psychosomatische Krankheit bekommen. Ein psychosomatischer Zustand ist ein Zustand, der vollständig durch einen mentalen Faktor verursacht oder verschlimmert wird. Wonach sieht das aus? Eine Person kann chronische Rückenschmerzen entwickeln, weil sie mit der Arbeit gestresst ist oder ein Auge zuckt, weil sie sich zu sehr um ihre Finanzen sorgt. Auf diese Weise wirkt sich der psychische Zustand des Menschen direkt auf seinen Körper aus. Wenn es um diejenigen geht, die mit dem Reizdarmsyndrom zu tun haben, wird angenommen, dass der Zustand durch die Emotionen der Person stark verschlimmert wird. Es kann sich auch zu etwas Ernsterem entwickeln. Es gab sogar Fälle von Menschen, die behaupten, blind gewesen zu sein, weil sie unter hohem Stress gelitten haben. Psychosomatische Erkrankungen entstehen direkt durch Stress, Sorgen und Angst. Nummer 2. Du wirst deinem Gehirn wehtun. Es ist beängstigend, darüber nachzudenken, aber übermäßige Sorgen können das Gehirn verändern. Du weißt, dass Sorgen mit Stress und Angst verbunden sind. Es gibt zwei Teile in deinem Gehirn, die dir helfen, Angst zu verarbeiten. Die Amygdala und den Hippocampus. Laut dem National Institute of Mental Health besteht eines der Ziele der Amygdala darin, den Rest des Gehirns zu warnen, dass eine Bedrohung vorliegt, um Angst oder eine Antwort auf Angst auszulösen. Der Hippocampus ist der Teil des Gehirns, der bedrohliche Ereignisse in Erinnerung verwandelt. Wenn du dir Sorgen machst oder lange Zeit unter Angst leidest, beginnt der Hippocampus zu verfallen, was zu einer Funktionsstörung führt. Auf lange Sicht kann dies das Risiko für neuropsychiatrische Erkrankungen wie Demenz sogar erhöhen. Es ist möglich, einen Teil der Schäden, die durch chronische Sorgen und Ängste verursacht werden, rückgängig zu machen, wobei dazu die Einnahme von Medikamenten gehört. Nummer 1. Du wirst die positive Seite der Sorgen verpassen. Was bringt dir die Sorge eigentlich? Es ist nicht nur eine böse Kraft, die das Glück aus dir herausrupfen will, wie eine Art Dementor. Es soll eine Art Alarmmechanismus sein, etwas, das dir hilft zu überleben und dir sagt, dass es eine Herausforderung geben könnte. Versuch, das negative Wort Sorgen durch das positive Wort Bewusstsein zu ersetzen. Wenn eine Person sich auf gesunde Weise Sorgen macht oder sich bewusst ist, lässt sie wissen, dass es eine Herausforderung gibt. Die Person bereitet sich darauf vor und sie wird nicht überrascht. Das erhöht die Erfolgschancen. Wenn dir dein Gewicht nicht bewusst ist, könntest du fettleibig werden. Wenn du dir deiner Noten nicht bewusst bist, kannst du durchfallen. Die Sorge sollte dich dann zwingen, positive Maßnahmen zur Lösung eines Problems zu ergreifen. Die Sorge oder das Bewusstsein sagt dir nur, hey, vielleicht solltest du für diese große Lebensänderung planen. Oder hey, vielleicht solltest du aufhören, dein Geld für Fastfood auszugeben, sonst zahlst du einen Tribut bei deinen Finanzen, mein Freund. Es gibt eine positive Seite an allem und wenn du darüber nachdenkst, wie das Sorgen oder Bewusstsein dazu dienen soll, dich nicht zu behindern, kannst du vielleicht das Muster der Sorgen durchbrechen.
Wenn du dir seit Monaten Sorgen machst, solltest du einen Therapeuten aufsuchen, da er dir helfen kann, die Sorgen in Schach zu halten und eine positivere Einstellung zu erhalten. Wie sieht's mit dir aus? Was tust du, um mit Sorgen fertig zu werden? Sag's uns unbedingt unten in den Comments. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen und geholfen hat. Und klick auf Abonnieren, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Fernab von Sorgen und Langeweile. Wir sehen uns da.